Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Heute habe ich euch ein, wie ich finde, wirklich extrem spannendes und auch praxisnahes Thema mitgebracht. Im Blog von body-coaches.de gibt es eine neue Veröffentlichung zu der Substanz Bisphenol A. Der ein oder andere von euch hat davon sicher schon einmal gehört und vielleicht habt ihr auch schon mal ein bisschen was darüber gelesen, aber man muss bei dieser Substanz wirklich ganz vorsichtig sein, wo man liest und wo man sich seine Informationen einholt. Und ich fand die Sache sehr spannend und aus diesem Grund möchte ich euch heute die Highlights meines neuen Beitrags hier vorstellen. Bei Bisphenol A handelt es sich um eine Industriechemikalie, eine synthetische Substanz, die vornehmlich für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen oder von Hygieneartikeln verwendet wird. Wir alle kommen eigentlich regelmäßig mit Bisphenol A in Kontakt, beispielsweise über Plastikflaschen, beispielsweise über Konserven, beispielsweise auch in Sportgeräten und zu dessen Herstellung wird Bisphenol verwendet. Und es findet sich auch in unserem Trinkwasser. Das meiste Bisphenol A nehmen wir nachweislich über unsere Nahrung auf. Man hat das Ganze ja untersucht in diesem Zusammenhang und hat festgestellt, dass Leuten, denen man einmal wirklich gezielt einige Tage überhaupt keine bisphenolhaltigen Produkte oder Sachen oder Behältnisse und so weiter gibt, finden sich binnen weniger Tage sofort messbar weniger BPA-Ausscheidungen über den Urin und somit hat man hier diesen Zusammenhang festgestellt. Ja, nun ist aber natürlich interessant, was es denn mit diesem Bisphenol A auf sich hat. Ist ja gut und schön, dass es sich um eine Chemikalie handelt und dass es sehr, sehr oft vertreten ist, aber was macht es denn? Es gibt ein paar Aussagen, die jetzt nicht von mir stammen, sondern die sogar das Bundesamt für Risikobewertung zu Bisphenol A bereits ausgegeben hat. Eine davon ist seine Eigenschaft als reproduktionstoxische Substanz. Was so viel bedeutet wie eine Substanz, die sowohl die Sexualfunktion als auch die Fruchtbarkeit von Mann und Frau nachhaltig beeinträchtigen kann. Ebenfalls hat das BfR bereits die Aussage zu Bisphenol A getroffen, dass es sich dabei um einen sogenannten endogenen Disruptor handelt. Auch wieder so ein komischer Name, der letztlich nichts anderes bedeutet, wie dass es sich dabei um eine Substanz handelt, die in das endogene körpereigene Hormonsystem eingreift und es derartig aus dem Gleichgewicht bringen kann, dass so auch die Gesundheit davon beeinträchtigt wird. Bei Bisphenol A ist es ganz besonders das Hormon Östrogen, dessen Struktur dieses Bisphenol A ähnelt und darüber letztlich auch dann seine Funktion im Körper nachahmt. Schon vor einiger Zeit wurde Bisphenol A ebenfalls vom Bundesamt für Risikobewertung als eine sogenannte besorgniserregende Substanz eingestuft. Ja, nun findet man mit ein bisschen Recherche all diese nicht so tollen Eigenschaften von Bisphenol A, aber auf der anderen Seite natürlich weiterhin die Erlaubnis, es zu verwenden und weiterführend natürlich auch noch die Aussage, dass die derzeitige Exposition von Bisphenol A weit unterhalb bestimmter Grenzwerte liegt und somit in einem nicht besorgniserregenden Bereich und so weiter. So geben es Institutionen wie BfR, die EFSA oder auch die FDA aus. Interessant an dieser Sache ist, dass erst vor kurzem die Grenzwerte der Aufnahme für die Unbedenklichkeit, also die tolerierbaren Mengen von Bisphenol A, von einer Menge von 50 Mikrogramm pro Tag erst auf einen Bereich von, ich muss gerade nochmal nachgucken, 4 Mikrogramm pro Tag. Ja, also wir haben da weniger als ein Zehntel, wo inzwischen die Aussage besteht, ja, nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter, denn selbst dann sagen wir euch, dass es nicht mehr für die dauerhafte Aufnahme gemacht ist. Interessanterweise befasst sich aktuell wieder ein neues Gremium mit einer neuen Risikobewertung von Bisphenol A.
Das sollte im Jahr 2020 die Veröffentlichung des neuen offiziellen Statements erfolgen. Da darf man schon sehr gespannt sein. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass die aktuelle Studienlage und das, was man schon alles von Bisphenol A weiß, wirklich derart immens groß ist und eine Fülle hat, dass man da eigentlich nicht mehr guten Gewissens von Unbedenklichkeit sprechen kann. Ja, wie komme ich nun dazu, mich über diese Empfehlungen der Institutionen hinwegzusetzen und euch insgesamt vor Bisphenol A zu warnen? Letztlich ist das ganz einfach. Neben dem, was ich euch gerade eben schon gesagt habe, also dieser krassen Herabstufung der Grenzwerte, gibt es auch Ungereimtheiten bei der Exposition, also bei der angenommenen Aufnahme. Wenn man ein kleines bisschen recherchiert, dann findet man Verweise darauf, dass diese Aufnahme, also die Exposition, lediglich geschätzt wird. Das heißt, es gab in der Vergangenheit bestimmte Analyseverfahren, damit wurde das über einige Metaboliten teilweise wurde das untersucht und dann wurde festgestellt, so und so ist es. Ja, jüngst sind neue Studien aufgetaucht, die jetzt ein besseres Messverfahren, ein nicht indirektes, sondern ein direktes Messverfahren an den Tag gelegt haben. Und bei diesen Verfahren hat sich herausgestellt, dass die tatsächliche Exposition mit Bisphenol A beim Menschen um ein 44-faches höher ausfällt als bisher angenommen. Und selbst diejenigen, die nach wie vor auf die ausgegebenen tolerierbaren Werte der Institutionen sich berufen und darauf bestehen, denen sei gesagt, dass sich etliche Hinweise aus der Literatur zu etlichen Befindlichkeiten wie Übergewicht, Diabetes, Störungen der Fruchtbarkeit oder natürlich auch negative Entwicklung von Föten oder von Babys bestehen, bei denen negative Effekte auch schon mit einer Aufnahme unter diesen 4 Mikrogramm pro Tag auftreten. Also da findet sich wirklich ein Sammelsurium an anscheinend nicht anerkannter Daten. Wer da anfängt zu forschen, der kann damit Wochen verbringen. Das sage ich euch jetzt schon, was ich euch in diesem Beitrag an Studien und so weiter hineingepackt habe, ist wirklich letztlich nur die Spitze des Eisbergs. Interessant an dieser Tatsache, insbesondere bei den Effekten auf Föten und Babys, ist natürlich auch wiederum die Tatsache, dass für den Einsatz von Babyflaschen dieses Bisphenol A jetzt schon verboten wurde. Ja, also ich sage es jetzt mal ganz krass, die werdende Mutter, die quasi den Fötus im eigenen Leib heranwachsen lässt, die darf noch ordentlich BPA über Wasserflaschen und über Konserven und so weiter aufnehmen. Wenn das Baby aber dann zur Welt ist, dann sagt man zumindest, hey, zumindest die Babyflasche, die sollte zumindest BPA frei sein. Wenn ihr mich fragt, ist das keine durchgängige Kette und ist auch irgendwie nicht so richtig sinnvoll, was dieses Bisphenol A, wie gesagt, alles kann und was es in der Lage ist, alles zu beeinflussen, das findet ihr dann ausführlich in meinem Beitrag. Ja, welche praxisrelevanten Tipps kann ich euch nun mit auf den Weg geben? Zum einen solltet ihr natürlich, wo es euch möglich ist, Bisphenol A meiden. Wer das Ganze versucht, wird feststellen, dass es zwar leicht gesagt ist, aber alles andere als leicht getan ist. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist ab sofort anstelle der Plastikflasche bei euren Getränken auf eine Glasflasche zu wechseln. Ich denke, das ist ein relativ einfaches Unterfangen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, insbesondere bei Wasser, einfach auf das gute alte Leitungswasser zu setzen. Aber, liebe Leute, seid gewarnt. Auch hier gibt es nämlich eine kleine Geschichte, die auch in diesem Beitrag kurze Nennung findet. Die Trinkwasserverordnung, der unser Trinkwasser unterliegt und nach der sie kontrolliert wird, sieht keine standardmäßigen Tests für Bisphenol A vor. Was man allerdings dennoch aus Studien weiß, ist, dass auch in unserem Trinkwasser Bisphenol A herumschwirrt und wir auch über Trinkwasser Bisphenol A aufnehmen. Was man also tun sollte, wenn man sich jetzt auf Leitungswasser beziehen möchte, dann sollte man sich tunlichst noch um eine Art von Wasserfilterung bemühen, die in der Lage ist,
dieses Bisphenol A neben sonstigen anderen vielleicht nicht so ganz tollen Substanzen in Leitungswasser, die in der Trinkwasserverordnung keine Bemerkung finden, vielleicht auszufiltern. Das ist mal eine Sache. Die zweite Sache wäre dann natürlich der Gebrauch eurer Plastikutensilien. Also die gute alte Schüssel für euer Essen, der Shaker im Training und natürlich auch die Trinkflasche und so weiter. Alles das müsst ihr natürlich wirklich einmal kritisch untersuchen und schauen, wo ist Bisphenol A enthalten. Das Schlimme bei diesen ganzen Behältnissen, die man dauerhaft verwendet, ist, dass der sogenannte Vorgang der Auslaugung stärker stattfindet, je mehr man eben dieses Behältnis in Gebrauch hat. Heißt, das Auswaschen, das Ausbürsten, die Spülmaschine oder auch das Aufwärmen in der Mikrowelle oder sonstigen Sachen, das ist natürlich tödlich für die Auslaugung, also den Austritt von Bisphenol A aus diesen Behältnissen direkt rein in euer Lebensmittel. Also da müsst ihr auf jeden Fall gewappnet sein. Ja Leute, in diesem Sinne, zu diesem Bisphenol A, heute ein relativ schon eindeutiger Clip von mir. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass es da draußen immer noch Leute gibt, die sagen, ja, hier, es gibt Grenzwert, Punkt, ist für mich kein Thema. Leitungswasser ist unbedenklich, hier gibt eine Trinkwasserverordnung und so weiter. Das, liebe Leute, ist sehr blauäugig gedacht und ist auf jeden Fall nicht ins Detail hineingeschaut. Ich habe mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, mal eine Substanz, nämlich dieses Bisphenol A, wirklich genau zu beleuchten und ganz genau zu gucken, wie ist es denn wirklich? Was steht denn wirklich geschrieben? Ist es nun besorgniserregend, ist es das nicht? Kann man sich auf den Grenzwerten, die bestehen, ausruhen oder kann man das eben nicht? Und so, ja, so müsste man das eigentlich bei einer Vielzahl an anderen Substanzen auch machen, mit denen wir alltäglich konfrontiert sind. Abschließend, was ich euch nur sagen möchte, passt ein bisschen auf vor Leuten, die versuchen, sich auf der Basis bestehender Grenzwerte von Institutionen auszuruhen und euch da versuchen, ein gutes Gewissen einzureden. Ja? Also man muss schon ein klein wenig kritischer sein, als dann nur irgendein Blatt Papier rauszuziehen oder ein PDF rauszuziehen, wo drin steht, hier guck, bis zu diesem Wert ist es unbedenklich. So kann man heutzutage leider nicht mehr vorgehen. Ihr findet in diesem Beitrag auch sehr interessant eine Studie, die einmal den Vergleich gemacht hat, wie schneidet denn Bisphenol A ab bei einer Finanzierung von gewissen Firmen, die etwas von Bisphenol A haben könnten und bei Studien, wo das Ganze halt eben nicht war. Und da werdet ihr sehen, das ist ja ein ganz komischer Zufall, wie diese Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Also liebe Leute, ich lege euch einen Satz. Zieht euch diesen Beitrag rein, seid kritisch. Jetzt einmal ganz besonders beim Thema Bisphenol und Bisphenol A freien Produkten. Nämlich auch da müsst ihr nochmal genau schauen, denn nicht alles, was Bisphenol A frei ist automatisch auch bisphenolfrei, weil dieses Bisphenol A letztlich nur eine Unterform mehrerer Bisphenolarten ist und auch die anderen wie Bisphenol F oder S haben natürlich einen ähnlichen Charakter, werden aber wahrscheinlich nicht so häufig verwendet und aus diesem Grund poppen die halt nicht so auf wie dieses Bisphenol A. Ja, liebe Leute, das ist wirklich ein spannendes Thema. Wie gesagt, nochmal mein Appell, zieht euch das rein. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne drunter kommentieren. Wenn ihr es völlig anders seht, wenn ihr sagt, hey, was bist denn du für ein Schwätzer, ein Panikmacher, gerne drunter kommentieren. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit in dieses Thema rein investiert. Da können wir sehr gerne eine Diskussion starten. Da freue ich mich schon. Und ja, ansonsten hoffe ich, der Clip hat euch gefallen und macht's gut. Bis bald.